2013 gab es in Österreich ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien. Dieses Volksbegehren war das am wenigsten erfolgreiche in der gesamten Geschichte der Volksbegehren überhaupt. Die Botschaft ist klar. Der typische Österreicher hat kein Problem damit, dass sein Leben von Leuten mitbestimmt wird, die er nicht gewählt hat, wenn sein Steuergeld an Leute weitergeleitet wird, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass sie anderen Menschen, leider auch Kindern, Geschichten von ihrem unsichtbaren Freund erzählen. Kirche und Staat sind ja getrennt. Das ist zumindest die Geschichte, die offiziell verlautbart wird. Da ist es doch praktisch, dass die katholische Kirche einen eigenen Staat hat. Das gibt nämlich die Möglichkeit, diese Trennung grundlegend ad absurdum zu führen. Es kann ja niemand einem Staat verbieten, mit einem anderen Staat diplomatische Beziehungen zu pflegen. Und wenn das Oberhaupt dieses Staates dann gleichzeitig Oberhaupt der Katholiken ist, kann das ja auch unmöglich zum Missbrauch führen. Konkordat bedeutet erst einmal einfach nur Vertrag mit dem Vatikan. Das kommt vor, auch andere Staaten haben Konkordate, aber das ist deren Problem. In diesem Video geht es um das Österreichische. Das Konkordat ist ziemlich verworren und schwammig formuliert. Fast so wie ein neues Gesetz. Und es hat entsprechend Abschnitte drin, die so unverständlich gemacht worden sind, dass es kaum möglich ist herauszufinden, was die konkreten Inhalte eigentlich bedeuten. Gleich als Beispiel. Im Artikel 6 steht unter anderem, die Verbindlichkeit des Religionsunterrichtes samt den religiösen Übungen im bisherigen Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle Obsorge für diesen Unterricht erfolgt in der bisherigen Weise. Experten haben da sicher im Kopf, wie die bisherigen Regeln waren. Aber ein normaler Mensch, der nun wissen will, was genau bisheriges Ausmaß bedeutet, der wird es wirklich schwer haben, das herauszufinden. Wenn in einem Vertrag der Staat sich zu irgendeiner Leistung verpflichtet, da würde ich mir doch erwarten, dass diese Leistung konkret ausformuliert wird, mit genauen Zahlen und genauen Rahmenbedingungen. Nicht so was Unbestimmtes wie im bisherigen Ausmaß. Außerdem haben Sie jetzt gerade mitbekommen, was da im Vertrag steht. Nochmal, die Verbindlichkeit des Religionsunterrichtes samt den religiösen Übungen im bisherigen Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle Obsorge für diesen Unterricht erfolgt in der bisherigen Weise. Der Staat hat sich also beim Vatikan verpflichtet, den Religionsunterricht plus religiöse Übungen in seiner Verbindlichkeit zu gewährleisten. Der Staat verpflichtet sich, religiöse Übungen zu gewährleisten. Was ist das für ein Staat, der mit einem anderen Staat die Verbindlichkeit von religiösen Übungen per Staatsvertrag ausmacht? Würde so ein Vertrag nicht viel eher mit einer Religionsgemeinschaft gemacht werden? Gibt es mit irgendeinem anderen Staat eine solche Abmachung? Verlangt etwa Ungarn oder Holland oder Kanada oder sonst irgendein Staat von Österreich die Gewährleistung irgendwelcher religiöser Übungen? Es ist völlig klar, das ist kein Vertrag zwischen Staaten, sondern ein Vertrag der Republik Österreich mit einer Religion. Ohne Gegenleistung. Der Vatikan hat sich im Gegenzug keineswegs verpflichtet, in seinem Staat säkulare Übungen zu gewährleisten. Warum nicht? Ich meine im Ernst jetzt, warum nicht? Warum so ein Vertrag? Warum die einseitige Verpflichtung zur Gewährleistung religiöser Übungen? Eine weitere Methode, das Ganze unverständlich zu machen, sind Zusatzverträge, die dann auch als Teil des Konkordats zählen, aber dann doch nicht so ganz. Und auch lässt sich die Frage, ob das Konkordat zum Beispiel Verfassungsrang hat, nicht oder kaum beantworten. Anscheinend sind Teile davon als Verfassung anerkannt, und zwar Artikel 1 und 2 und Artikel 5 Absatz 1 und 2 und 3. Der Rest nicht oder man weiß es nicht so genau, weil es ist ja eigentlich auch ein völkerrechtlicher Vertrag und damit de facto gleich stark wie eine Verfassung. Aber
Das muss der einfache Bürger wahrscheinlich nicht wissen. Jetzt noch ein paar Nettigkeiten aus dem Konkordat und vielleicht der eine oder andere Kommentar dazu. Vermögensvertrag vom 23. Juni 1960. Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen. Artikel 1. Der Heilige Stuhl und die Republik Österreich sind übereingekommen, mit diesem Vertrag gewisse vermögensrechtliche Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Staat zu regeln und verschiedene Vorschriften des Konkordats vom 5. Juni 1933 sowie des Zusatzprotokolls abzuändern. Artikel 2 Absatz 1. Die Republik Österreich wird der katholischen Kirche im Hinblick auf den Wegfall der Dotierung des Klerus aus der ehemaligen Kongruer Gesetzgebung, im Hinblick auf den Wegfall der öffentlichen Patronate und Kirchenbaulasten zur Abgeltung der Ansprüche, die von der katholischen Kirche auf das Religionsfondsvermögen erhoben werden, sowie in Anbetracht der Bestimmungen des Artikels 8 dieses Vertrages, beginnend mit dem Jahr 1961 alljährlich folgende Leistungen erbringen. A. Einen Betrag von 50 Millionen Schilling. B. Den Gegenwert der jeweiligen Bezüge von 1250 Kirchenbediensteten unter Zugrundelegung eines Durchschnittsbezuges. Als solcher wird der jeweilige Gehalt eines Bundesbeamten der Verwendungsgruppe A, Dienstklasse 4, vierte Gehaltsstufe, zuzüglich Sonderzahlungen und Teuerungszuschlägen angenommen. Absatz 4. Die Kirchenbeiträge werden weiter eingehoben. Über ihre Erträgnisse kann die katholische Kirche frei verfügen. Durch Zusatzverträge wurde der jährliche Betrag 1970 auf 67 Millionen, 1976 auf 97 Millionen, 1981 auf 128 Millionen, 1989 auf 158 Millionen und zuletzt 1995 auf 192 Millionen Schilling angehoben. Bis heute werden Jahr für Jahr 13.953.184,16 Euro ausgezahlt. Also, die katholische Kirche bekommt fast 14 Millionen Euro jedes Jahr einfach so. Das Gehalt für 1250 Kirchenbedienstete einfach so. Und bekommt dann jede Menge Belangsendungen im ORF, die privat bezahlt ein Vermögen kosten würden. Einfach so. Naja, jetzt nicht ganz einfach so, sondern laut Vertrag als Ersatz für den Wegfall früherer Privilegien und des Religionsfonds. Wie dreist das ist, erkennt man erst, wenn man da mal ein bisschen weiter forscht. Die Kongruer Gesetze wurden wegen der Einführung des Kirchenbeitrags 1939 entfernt. Das Problem, diejenigen, die das gemacht haben, waren die Nazis. Wie dann die Nazis wieder weg waren, ist die katholische Kirche dahergekommen, hat was von Nazi-Unrecht geplappert, hat gesagt, sie will eine Entschädigung für die aufgehobenen Kongruer Gesetze. Wenn die Entschädigung von den Nazis wirklich Unrecht war, warum wurde dann der ganze Vorgang nicht einfach rückabgewickelt? Eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand wäre doch da viel naheliegender. Aber nein, die Entschädigung durch die Nazis, die bleibt. Und mit dem Nachkriegsösterreich wird verhandelt um eine weitere Entschädigung. Da jetzt zur Erklärung ein kurzer Einschub, Kongruer Gesetze. Das ist eine Sammelbezeichnung für die Gesetze, die die vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Staat und Kirchen geregelt haben. Übrigens ist es mir nicht gelungen, die Gesetze, also den genauen Gesetzestext, im Internet zu finden. Falls da jemand einen Link dazu hat, bitte im Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr darüber freuen. Und der Religionsfonds, das war so eine Sache. Im Detail recht kompliziert, aber im Großen und Ganzen geht das, genau wie die Kongruer Gesetze, zurück auf 1782 unter Joseph II. Damals wurde Kirchenvermögen in einem Fonds zusammengefasst und wenn der Staat dann irgendwelche Ausgaben für die Kirche hatte, wurde das aus diesem Religionsfonds bestritten. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was 1938, über 150 Jahre später, noch in diesem Fonds drinnen war. Aber ganz bestimmt nicht das, was jetzt als Entschädigung festgelegt wurde. Das Gehalt von 1250 Kirchenbediensteten plus knapp 14 Millionen Euro jedes Jahr
Einfach so, bis in alle Ewigkeit. Und außerdem, kennt irgendjemand einen Fall, wo ein Verein heute noch entschädigt wird für eine Maßnahme aus dem 18. Jahrhundert? Und ja, die wenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, streiten natürlich immer noch. Die behaupten, dass der Religionsfonds total wertvoll war. Aber so wertvoll, dass der Staat 1250 Angestellte bezahlt, bis in alle Ewigkeit. Na, das ist ganz bestimmt nicht. Jetzt noch einige andere Passagen. Artikel 1. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche in ihren verschiedenen Riten die freie Ausübung ihrer geistlichen Macht und die freie öffentliche Ausübung des Kultus. Sie anerkennt das Recht der katholischen Kirche im Rahmen ihrer Zuständigkeit, Gesetze und Dekrete und Anordnungen zu erlassen. Sie wird die Ausübung dieses Rechtes weder hindern noch erschweren. In der Erfüllung ihrer geistlichen Amtspflicht steht den Geistlichen der Schutz des Staates zu. Kurzer Einschub von mir, da eine Frage. Reicht denn der Schutz, den alle vom Staat kriegen, da nicht aus? Muss man da noch einen speziellen Schutz für die Katholiken vereinbaren? Dann, der Heilige Stuhl genießt im Verkehr und in der Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Österreich volle Freiheit, ohne jede Einflussnahme der Bundesregierung. Dasselbe gilt für den Verkehr und die Korrespondenz der Bischöfe und Diözesanbehörden mit dem Klerus und den Gläubigen. Also im Zeitalter der Massenüberwachung ein interessantes Privileg. Denn Katholen können nun unter Berufung auf diesen Paragraphen ein Kommunikationsnetz aufbauen, das volle Freiheit genießt. Etwas, das Nicht-Katholen eindeutig nicht können. Es ist schon ein interessantes Dokument. Einige Links zum Thema gibt es in der Beschreibung. Und wer es sich durchliest, wird auch noch andere Nettigkeiten finden. Etwa den letzten Satz des Konkordats und auch in diesem Video. Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Konkordats werden alle in Österreich noch in Geltung stehenden Gesetze und Verordnungen, insoweit sie mit den Bestimmungen dieses Konkordats im Widerspruch stehen, außer Kraft treten. Danke.